Hi, ich wurde hier zu den Channel eingeladen namens, wie war der Name nochmal? Sanjiro TV. Ah, okay, ja, das ist klar. Klingt gut. Jedenfalls werdet ihr dann jetzt hier in diesem Video erfahren, wie man ein tolles Modell von meinem Arc Reactor macht. Und hier sollte jetzt irgendwo die Materialliste stehen oder so, keine Ahnung. Und ja, ich glaube mal, das reicht dann auch, oder? Ich gehe dann wieder, ja? Okay, dann viel Spaß beim Video. Ja, vielen Dank, Tony Stark oder so. Ich hoffe, das etwas andere Intro hat euch diesmal gefallen. Und da würde ich mal sagen, fangen wir an mit dem richtigen Tutorial. Also hier zuallererst habe ich mir so eine Schablone gemacht von den ARC oder Arc Reactor. Deswegen ist diesmal auch kein Link in der Videobeschreibung, weil wie gesagt, selbst gemacht. Müsst ihr mal schauen, ob ihr da was im Internet findet oder auch mal selbst machen, so im Photoshop oder Paint, keine Ahnung. Und ja, da habe ich das Blatt erstmal dreimal gefaltet und dann immer mit UV-Kleber bestrichen. Deswegen ist es auch ein bisschen jetzt gewellt, aber es wird sich nachher schon wieder hinbiegen. Und natürlich mit Cutter ausgeschnitten. Und ja, nach dem Ausschneiden habe ich dann diese Kreise etwas weggelassen und dann einfach Pfeile gemacht, weil es war doch ein bisschen kacke zum Ausschneiden. Und das kann man jetzt mit Silberlack besprühen. Während das trocknet, bereite ich schon mal die Dose vor. Also die schleife ich dann ringsrum ab und die wird dann auch lackiert. Soweit, so gut. Jetzt können wir uns hier um das oberste Teil kümmern und zwar kleben wir dahinter einfach hier so blaue Folie. Dazu verwende ich so einen Klebestift. Das hätte ganz gut. Zu beachten gilt nur, dass ich dann mehrere Schichten von der blauen Folie übereinander kleben werde, damit es einfach nicht so durchsichtig ist, weil eine ist dann doch noch ein bisschen zu wenig. Dazu verwende ich einfach auch bloß diesen normalen Klebestift. Das sieht dann auch nicht scheiße oder so aus. Ganz im Gegenteil, der hilft, dass das ein bisschen noch undurchsichtiger wird. Als nächstes kümmern wir uns um den Ring für oben, damit das Ganze ein bisschen plastischer wirkt. Da schneide ich mir einfach so einen halben Zentimeter hier ab von der Rolle. Wichtig ist dabei, dass die genau auf eure Büchse passt, sonst fliegt das zum Schluss alles auseinander. Das wollen wir ja nicht. Das werde ich dann auch gleich noch lackieren und mit Heißkleber an meinen Ring, meinen Ring? Nein, an meine Oberfläche befestigen. Und ja, das zeige ich jetzt nicht nochmal extra. Das sehen wir dann nachher zum Schluss. Wie man sieht, wird es langsam dunkel, aber das ist nicht weiter schlimm, denn ich habe hier mein Tappet Light. Yeah, coole Lichteffekte. Und das kommt jetzt hier rein. Und ja, das ist leider etwas flacher als die Büchse, wie man sieht. Deswegen werde ich darunter einfach jetzt so einen Deckel kleben. Und dann passt es dann hoffentlich. Und ja, das mache ich einmal jetzt. So, jetzt habe ich den Deckel hier schon mal reingeklebt mit Heißkleber. Von meinem Tablet Light musste ich leider hinten den Deckel abmachen, weil er sonst nicht ganz von der Höhe hingehauen hätte. Jetzt verkleiden wir die Büchse komplett hier mit Alufolie, damit das Tablet Light nachher nicht verrutscht oder so. Außerdem reflektiert die Alufolie schön das Licht. Braucht jetzt nicht so ganz akkurat oder schön zu machen. Die Alufolie sieht man ja dann zum Schluss eh nicht mehr. So, da wasche ich die mal jetzt ganz fix rein und dann sehen wir uns wieder. So, wir werden jetzt hier Zeugen von meinen letzten Handgriffen und dann schauen wir mal, ob das Licht auch so schön in Ort und Stelle bleibt. Ja, schaut ganz gut aus. Jetzt kommt der Deckel oben drauf. Hier sieht man auch dann schön den Ring, den ich noch draufgeklebt habe. Und jetzt seht ihr auch, warum die Papprolle ungefähr die gleiche Größe haben muss, weil wir hier nichts kleben, wir stecken es bloß drauf und das muss dann auch schon ganz gut halten. Und das tut's auch. Und jetzt machen wir einen kleinen Lichttest und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ja, da erstrahlt unser gutes Stück schon im vollen Glanze. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen und ich würde mich natürlich wieder freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und ja, bis dahin sage ich schon mal Tschüss.